Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Transport Hero 2. Wie ihr seht, liegt hier so wahnsinnig viel rum. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Da hinten so wahnsinnig viel Treibstoff. Hier überall Menschen. Wir müssen die eigentlich mal abholen. Hier hinten Rohöl, da Öl. Oh, das ist unglaublich. Liebe Leute, wir haben heute zwei Sachen vor. Einmal werden wir nachher hoffentlich diese Züge hier erneuern. Die sind zu alt und die können das nicht alles wegtransportieren, was hier rumliegt. Das sollen die auf jeden Fall machen. Die fahren auch nicht besonders schnell. Da müssen wir nachschauen. Das kostet natürlich einiges und ich weiß ja, ob wir das jetzt mit dem Geld schaffen. Oh, was ist denn hier los? Stau wollte ich halt eigentlich nicht machen. Ja, lass es sehen. Wir ignorieren sie einfach. Und der zweite Punkt, den ich machen würde, wäre, wir brauchen mehr Werkzeug. Wir wollen mehr Werkzeug verteilen. Wir haben ja jetzt seit neuestem hier dieses Sägewerk im Betrieb und es läuft nur auf 100, weil eben der Bedarf nicht hoch genug ist. Und ja, das sollten wir machen. Wieso sammelt sich das denn hier? Hör mal! Weil das sind auch alte LKWs, vielleicht kann man da mal neue einsetzen. Wir haben halt leider keine Rungen-LKWs, aber wir können mal schnell mal schauen, was wir da hätten. Wir haben halt den Peterbilt und ich finde, gerade bei Brettern und Stämmen und sowas, da sollte man die schon sehen, die packt man nicht einfach nur irgendeine Haube oder sowas. Also ja. Das sind diese hier, die da fahren. Nein! Das sind sie nicht. Wir können sie vielleicht mal ersetzen. Wenn wir schon da sind. Oh mein Gott, ich sehe schon, ich komme heute wieder zu gar nichts. Nein, wir lassen das. Ich habe gerade geguckt. Auch hier gibt es keine Rungenwägen. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Vielleicht machen wir das doch irgendwann mal noch. Müssen wir mal schauen. Gut, egal. Also wir haben jedenfalls hier Bretter und da wird nicht genug produziert. Weil, beziehungsweise wird schon produziert, aber es könnte auch gerne mehr sein hier. Die werden dann per Flugzeug von hier darüber zur Werkzeugfabrik gebracht. Und hier werden sie umgewandelt in Werkzeuge. Ja, okay, ich sehe schon, hier haben wir ja auch noch ein ganz anderes Problem. Wir brauchen mehr Flugzeuge und eigentlich ist dieser Flughafen jetzt schon überlastet. Oh nee, jetzt startet er durch. Ich traue mich gar nicht, liebe Leute, euch zu zeigen, wie das hier mit den Emissionen aussieht. Ich habe vorhin mal geschaut. Das ist eine Katastrophe. So, Tiefrot. Für Sponsolino und für Andyville. Und ihr seht hier, da ist so ein Schweif. Hier ist ein Schweif. Hier ist ein Schweif. Hier ist ein Schweif. Hier ist ein Schweif. Die kommen von überall angeflogen und landen hier auf dem Flugplatz. Und das liegt natürlich auch daran, weil die ständig durchstarten müssen. Wir sehen hier, dass sie durchstarten und hier in den Kreis fliegen oder wieder neu landen. Das ist echt. Das ist nicht so gut. Aber gut, ich kann nichts machen. Wir haben das Jahr 1973. Wir müssen doch bis 81 warten, bis wir eine zweite Landebahn machen können. Und da wird es etwas besser. Also da gehe ich von aus, dass es besser wird. Und deswegen tue ich mich gerade schwer damit, ein weiteres Flugzeug hier drauf zu ballern. Aber es muss, glaube ich, sein. Ich kriege das ganze Werkzeug nicht weg. So, zwei Stück haben wir da schon. Ja, komm, was soll's. Kauf halt noch einen dritten, oder? Was soll's? Ach, jetzt wollen die auch noch Maschinen haben. Gibt's nicht, haben wir nicht. Geht nicht. Gut, da kommt er. Was soll schon passieren? Noch mehr Durchstarter. Oh, ich will gar nicht hingucken. Wir müssen noch ein paar Jahre überstehen, dann kann man das ausbauen, dann wird's besser. Na gut. Okay, der Plan wäre eigentlich gewesen, dass wir jetzt hier mehr Werkzeug hinschaffen, damit es auch verteilt werden kann. Was ich mir halt wünsche, wäre, dass wir das Werkzeug auch nach Johnsonville und nach Beckville bringen können. Die wollen nämlich auch gerne Werkzeug haben. Wobei hier ist der Bedarf doch überschaubar, 21. Aber die wollen richtig 129. Und das wird natürlich die Produktion ein bisschen ankurbeln, aber wir haben im Moment keine Flugzeuge, die von hier darüber fliegen und noch was mitnehmen können. Die haben ja schon Rohöl geladen. Das heißt, wir müssten nochmal eine neue Linie machen und nochmal neue Flugzeuge draufballern. Und das geht natürlich jetzt nicht aktuell. Das können wir ab 81 dann machen. Aber was sich eventuell anbieten würde, so halbwegs, wäre, dass wir mehr Werkzeug von hier rüberbringen. Auf diesem Flughafen. Und von dort wird es ja dann eben verteilt auf New Bormi, auf New Noom, auf Little Pernod de Lyon und Santos Carabeus. Also das ist schon einiges, was hier verteilt wird. Wobei, kriegen die überhaupt was ab hier hinten? Ah, gar nicht! Ihr seht schon, der Flaschenhals ist nicht, dass wir zu wenig Werkzeug herstellen, sondern dass wir das einfach nicht transportiert bekommen mit den Flugzeugen hier. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht mittlerweile neue Flugzeuge kaufen können. Das wird mich. Also, liebe Leute, ich sehe hier was. Wir können neue kaufen. Das ist zwar nicht neu, aber es ist, naja, es ist schneller. Wir haben aktuell diese hier, die Lockheed irgendwas Hercules. Fliegt 540 km/h und hat eben 24 Kapazität. Aber jetzt diesen hier nehmen, den Kanadier. Canard Air, der hat ein bisschen mehr Kapazität und fliegt eben auch 100 km/h schneller. Das heißt, der Takt wäre besser. Heißt, noch mehr Stau am Flughafen. Ja, oder? Sollen wir das machen? Stau ist immer schön. Kostet nur 11 Millionen.
So, Geld ist weg. Wunderbar. Gut, damit wird's. Oh, ich habe wieder nicht geguckt vorher, wie sich die Kapazität verändert. Ich bin ein Trottel. Ja, keine Ahnung. Wird sich wohl verbessert haben. Gut, dann haben wir jetzt überhaupt kein Geld mehr und müssen leider ein bisschen warten, aber wir können die Zeit so lange nutzen, um zu gucken, was wir uns jetzt hier mit diesen hier vorstellen können. Ach, come on. Na, ihr beiden, wie geht's? Wie läuft's? Wie ist die Wartung? Naja, rostig, würde ich sagen. Ach, sag bloß, jetzt sind die gerade beide hier. Gut, die müssen wir eigentlich beide austauschen. Wir haben hier liegen Treibstoff und Werkstoff Richtung Norden. In die nördlichen beiden Städte, die ja beide auch Sprit haben wollen hier und auch Werkzeug. Da liegt jede Menge da und die kriegen das nicht weg. Und, Moment, wie viele Züge haben wir da? Zwei, glaube ich. Zwei Züge, 73 Jahre alt. Ja, ein bisschen was über 200 Kapazität. Und wie schnell fahren die? 80 km/h. Ich gehe kaputt, ey. Und dann haben wir hier noch, auch noch, sehr viel Rohöl liegen. Nicht Rohöl, raffiniertes Öl. Das ist unsere Jacqueline. Das sind auch zwei. Die haben eine Kapazität von, ja, 150 oder was. Und das reicht auch nicht. Gut, liebe Leute, ich denke, wir kümmern uns erstmal. Du meine Güte. Wir kümmern uns erstmal um den Billy. Hier. Dann müssen wir, wenn wir uns den angucken, diese zwei Züge, aber auch angucken, dass hier der Eduard fährt. Das ist unser Passagierzug. Da rennt er gerade. Der fährt, glaube ich, auch nur 75 km/h. Da können wir mal gucken, ob wir da was Schnelleres draufsetzen. Das wird natürlich sehr teuer. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell hinbekommen. Zwei Stück haben wir. Das sind aber viele Leute, du meine Güte. Die wollen alle nach New Bomi. Ja, wunderbar. Dann gucken wir uns das mal an hier, was wir hier machen könnten. Also irgendwie müsste der was machen. Wo kommen wir denn sonst dahin? Oh Gott, leisten kann man sich das nicht. Aber wir gucken uns das mal an. Also, wir hätten hier Zugkompositionen. Den Perone Zephyr haben wir schon woanders. Wir konnten den hier nutzen. Der fährt aber 188 km/h. Das ist natürlich krank. Er ist richtig krank und der ist auch, glaube ich, sehr teuer. Na, es geht. Dann haben wir dieses hässliche Stück. Der langweilt mich zu Tode, wirklich. Der fährt natürlich noch schneller, aber ist sehr, sehr langweilig. Sieht absolut lahm aus. Wir können halt den hier nehmen. Ich suche hier gerade, wo die Kapazität ist, aber ich glaube, das Ding ist einfach falsch eingeordnet. Das ist keine Komposition hier. Das ist kein Triebwagen mit Kapazität, sondern ist einfach nur eine Lok oder was? Was soll das? Unfassbar. Ja, wie war's mit dem hier? All America Golden Sand. Klingt cool. Fährt auch 180 km/h. Wollen wir wirklich einen 180 km/h Zug da einsetzen? Ich meine, cool wär's. Hier hat er wirklich genug Zeit, um aufs Gas zu treten. Hintenrum ist natürlich nicht mehr so cool, weil da schafft er die 180 nicht ganz. Wäre wahrscheinlich eine übelste Verschwendung. Also, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich 180 km/h haben wollen, einen Schnellzug. Das wäre, glaube ich, nicht so. Irgendwas mit 140 wäre wahrscheinlich besser, denke ich mal. Ja, da bleibt nur dieser Streamlined Coach New Mexico. Fährt 150 km/h, Kapazität 18. Als erster Versuch, Personenwagen leichter zu machen, wurde dieser Typ aus Aluminium mit gewellten Seitenwänden gebaut. Okay, da können wir unsere New Haven nehmen, die elektrische Lok hier. Die fährt ja 140. Das würde passen. Ja, dann schauen wir doch mal, was uns das hier geben würde. Wir wollen mindestens... Oh, da gehört schon auf. Das ist viel zu... Ach du meine Güte, ist das teuer. Du meine Güte, ist das teuer. Also das können wir ja wohl erstmal vergessen. Schande, guck dir das mal an. Kein Geld für sowas. Gut, lassen wir das. Geht nicht. Können wir vergessen. Okay, liebe Leute, um die Wartezeit ein bisschen abzukürzen, gucken wir jetzt mal hier nach New Bomi rein. Da haben wir relativ moderne Busse. Die sehen zwar ein bisschen eklig aus, aber ist schon okay. Was bringen uns die? Verluste, aber es geht noch. Es geht eigentlich. Nicht so schlimme Verluste. Vielleicht können wir einen Laufen rausnehmen. Ja, komm, drei Leute können laufen. Lauft ihr mal. Okay, was haben wir noch? Das sind ja... Achso, das sind zwei Linien, richtig. Macht sogar noch ein bisschen weniger Verluste. Passt eigentlich ganz gut. Wir lassen den mal. Dann lassen wir den mal. Aber was wir eventuell machen könnten, wäre diese Linie erweitern. Nach da oben hin und hier zu den Seiten hin, weil ja, die werden gerade ein bisschen ausgelassen. Das sollten wir machen. Meine Güte, jetzt ist die Stadt schon fast bis zum Bahnhof gewachsen. Das ist ja unglaublich. Na gut, also das werden wir machen. Und währenddessen bekommen wir natürlich schön Geld. So, liebe Leute, ich habe jetzt gerade mal ein paar Bushaltestellen gebaut. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die sind. Aber schaut es euch an, so sieht es vorher aus. Und ich werde das jetzt eben verbinden. Dann können wir gleich vorher nachher anschauen. Gut, so ist es jetzt. Jetzt müsste die Abdeckung eigentlich sehr gut sein. Wir haben natürlich jetzt in der Mitte der Stadt keine Bushaltestellen. Das ist immer so ein bisschen doof. Aber die Stadtmitte wird trotzdem gut abgedeckt. Man kann also hier einige von diesen Dingern hier wegmachen. Ich hoffe, ich erwische nicht die falschen. So, ich habe alle richtig erwischt. Sehr gut. Gut, okay. Also ja, das müsste jetzt eigentlich ganz gut aussehen.
Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch jetzt hier gerade mal nach den Fahrzeugen gucken. Was haben wir denn hier? Das sind schon die modernen, die sind schon ganz gut. Also Bomi sieht soweit gut aus. Wir könnten jetzt aber mal nur aus Spaß mal gucken, was wir so für älteste Fahrzeuge hier haben hier auf der Karte. Beziehungsweise der schrottigste. Guck mal, weiß ich nicht. Billy the Kid, der ist sehr alt. Ist das der alt? Das ist der älteste, 74 Jahre. Na gut, den will ich austauschen. Ich kann ja nicht, ich habe ja kein Geld. Ey, das sind echt... Das sind die ältesten Fahrzeuge hier. Das gibt's ja nicht. Das ist alles so modern. Achso, oh. Ah, ich habe das hier auf Auge gemacht. Oh. Ich habe nichts gesagt. Wir haben hier Kutschen ohne Ende. Der Marcel, Bürgermeister Marcel, beschwert sich die ganze Zeit, dass sie nichts zu essen haben. Über die Kutschen? Nein, da beschwert er sich nicht. Gut. Die sind schon ein bisschen älter. Dann, wenn wir schon in Big Empolis sind hier, können wir eben da drauf schauen, ob wir denen was Gutes tun können. Die Straße sieht aber auch aus hier. Wir werden die gerade erneuern, modernisieren. So, wunderbar. Also, was haben wir denn hier? Was machen die? Machen die Gewinn oder nicht? Die machen ein bisschen Gewinn. Unfassbar. Tatsache. Guckt euch das mal an. Das ist ja richtig der Hammer. Wir müssten es auch eigentlich gleich wieder erweitern. Ich mag das eigentlich nicht, diese Buslinien zu erweitern. Das langweilt mich immer. Aber es muss halt sein. Wir werden das hier mal gerade austauschen. Komm, machen da mal ein paar Busse rein. 50 km/h reichen ja in der Stadt. Ja, kostet wieder 1 Million. Super, weg damit. Ja, dann soll sich das aber gefälligst auch lohnen hier. Und jetzt haben wir da... Haben wir nur einen Kreis? Ja, wir haben nur einen Kreis. Ja, den sollten wir auch gleich da verbessern. Also den sollten wir, wenn wir schon da sind, sollten wir den auch gleich noch besser machen. Hier hinten zum Beispiel, die sind gar nicht abgedeckt. Also, ich werde das auch mal eben machen hier. Gut, so sieht Big Empolis jetzt aus. Ein bisschen ausgeweitet. Die Busse haben wir gerade ausgetauscht. Wunderbar. Und wir warten immer noch auf Geld und deswegen... Schauen wir jetzt nochmal hier rein, was wir da noch haben. Wir müssen langsam mal die ganzen Kutschen austauschen. Das ist echt der Hammer. Gut, in Francisco fährt noch sowas. Und in Johnsonville. Gucken wir erstmal hier nach Francisco. Also echt hier. Kutschen. Das ist unfassbar. Ja, gut, okay. Wie groß ist die Stadt? Ja, ja, eine aufsteigende Stadt mit Kutschen, ist klar. Aber da müssen wir, glaube ich, zumindest die Buslinie noch nicht ändern. Das passt noch. Das ist okay. Wobei, wir könnten vielleicht die hier wegnehmen und hier unten irgendwie hinmachen. Was ist denn hier passiert? So. Ja, wir haben hier zwei verschiedene Linien. Richtig, wir haben ja diese Überlandlinie, diese blaue hier. Die bringt Leute von hier darüber. Da konnten wir eigentlich gerade vergucken. Aha. Aha, aha, aha. Na, so richtig gut funktioniert das nicht. Aber so richtig schlecht ist es auch nicht. Das hat sogar mal Gewinne gemacht. Guck dir das mal an. Das hat echt mal Gewinne gemacht. Okay, also jetzt haben wir das hier auch ein bisschen optimiert. Ich habe hier die grüne Linie leicht noch ein bisschen nach rechts rausgezogen. Ich muss jetzt, weil so richtig gut abdecken tut es nicht. Da unten ist immer noch ein bisschen was frei. Also, die ignorieren wir jetzt. Wobei das eine Haus herkommt. Die ignorieren wir jetzt. Und jetzt bekommen die natürlich noch neue Fahrzeuge. Also so geht es ja nicht mit Kutschen hier. So, da bin ich mal gespannt, ob das hier dann aber Gewinne macht. Ich glaube eher nicht. Ich denke ehrlich, sieht auch nicht so aus, als würden hier viele mitfahren wollen. Aber das kann man dann immer noch wegmachen, würde ich sagen. Zur Not kann man das entfernen. Okay, der Stau, den wir hier hatten, der hat sich aufgelöst. Jetzt haben wir dafür hier Stau. Okay, ja, ich sehe schon. Da sollten wir vielleicht die Straße kurz ein bisschen verbreitern. Das können wir ja problemlos machen hier. Ah! Oh, können wir nicht. Das ist aber ärgerlich. Wir werden das tun. So, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ganz lang soll das breite Stück nicht sein. Es geht nur darum, dass wir hier ja, so Einfädelspuren haben, sozusagen. Und das machen wir doch hier wieder weg. So. Gut, Ampel wollen wir natürlich auch nicht haben. Den Ford damit. Oh, das müsste jetzt hier besser klappen mit dem Einfädeln. Ich weiß nicht, ob das. Also ich weiß nicht, ob das klappt. Was ist denn hier los? Mein Wunsch wäre, dass diese Trottel hier auf die linke Spur fahren und die auf die rechte Spur. Tun sie aber nicht und ich kann sie nicht daran hindern. Jetzt teilen die sich trotzdem eine Spur hier. Ihr seid so doof. Ihr seid so doof. Was ist los mit euch? Vielleicht wollen wir noch ein bisschen rumspielen. Wir machen das mal einfach zur Einbahnstraße hier. Autobahn. Keine Ahnung, vielleicht. Manche bringt sowas ja ein bisschen was. Ja, das bringt trotzdem nichts. Das so doof. Ihr seid so doof. Ich wünschte... Ach so, das ist die Linksabbiegerspur. Ach so. Ach so, okay.
Ja, das ist eine linksabbiegende Spur. Nutzen sie nicht. Sollen sie auch gar nicht nutzen, eigentlich. Ja, weiß ich auch nicht. Ich wünschte, man könnte festlegen, dass sie auf die rechte Spur fahren soll. Aber nein, das tun sie natürlich nicht. Ich hasse euch! Hier haben wir zwei rechtsabbiegende Spuren. Wenn wir das einspurig machen, was passiert dann? Wie fahren sie dann? Ja, trau dich. Fahren ganz genauso. Hilft also leider nicht. Gut, das Problem ist jetzt, dass wir die Kollegen jetzt zwingen, hier oben abzubiegen. Bisher sind sie, glaube ich, hier entlang gefahren, also geradeaus rüber. Ist natürlich trotzdem Linksabbieger. Linksabbieger ist ja nie gut, aber jetzt hier, da biegen sie halt schon heftig links ab. Das hier bringt nichts. Also das bringt gar nichts. Das können wir auch wieder wegmachen, glaube ich. Das hat uns nicht weitergeholfen. Aber wir können uns jetzt weiterhelfen. Wenn wir das jetzt hier machen. Weg mit den Ampeln. Oh. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Linksabbiegerspur und eine rechts, also eine geradeausfahrspur. Und hier, ja, wieder gleiches Problem. Wir brauchen Linksabbieger, würde sagen, also geradeausfahrer und Rechtsabbieger. Und ich denke, das machen wir hier auch. Kann hier schon weiterhelfen vielleicht. Mann, es ist aber auch. Also es wird hier zu einer heftigen Kreuzung. Ich glaube, wenn wir uns hier nicht vorsehen, haben wir hier einen riesen Stau an dieser Ecke. Also halt eine D-Kreuzung, da bräuchte man eigentlich so ein Autobahnkreuz. Das, naja. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Was ist denn jetzt hier? Wieso warten die denn so lang? Achso, das sind alles Linksabbieger. Die wollen jetzt alle darüber. Hoppa. Ich wollte das jetzt hier noch ein bisschen verlängern. Also, ich würde hoffen und vermuten, dass, wenn sie auf der linken Spur sind, fahren sie auch weiterhin auf der linken Spur und biegen dann hier ab. Wenn sie auf der rechten Spur fahren, dann fahren sie geradeaus weiter. Aber weiß ich, das müssen wir kurz beobachten. Nein, sie tun es nicht. Sie fahren auch hier geradeaus weiter. Ich hasse euch alle. Ihr seid so dumm. Gut, wir sind immer noch am Geld sparen sozusagen. Dann überlege ich. Na, das werden wir jetzt nicht mehr machen. Nee, Leute, ich habe überlegt, ob wir hier einen. Oder ob ich hier eine Speziallösung machen soll. Das heißt, wir würden hier die ganze normale Straße wieder hinmachen. Zweispurig oder was weiß ich. Und von dort geht ab eine Abbiegespur. Die geht dann hier so ab und geht als Brücke hier drüber und hier wieder drauf. Damit wir hier keine Linksabbiege haben. Genau, wir haben ja sogar. Ja, auch hier haben wir Linksabbiege. Also, das ist ein. Ein Problem, das müssen wir hier eigentlich auf dieser Seite auch machen. Das geht dann hier irgendwie ab, aber ist ja, geht ja gar nicht. Hier ist ja kein Platz dafür. Aber wir können mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Und dann geht hier eine zweite Brücke hier rüber und hier wieder drauf. Das können wir uns nächstes Mal mal anschauen, liebe Leute. Oha! Oh Gott! Oh Gott, dieser unfassbar hässliche Zug. Unfassbar hässlich! Bombardier B-Level. Nein, 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 der ist schrecklich hässlich. Den wollen wir nicht haben. So, damit wir heute was sehen, kaufe jetzt tatsächlich noch irgendwie einen neuen Billy. Wir haben jetzt die Kohle dafür, beziehungsweise wir hatten, glaube ich, nach dem Eduard geschaut. Ich hätte aber gerne einen neuen Billy. Was ist denn hier los? Wieso steht ihr denn da? Oh, was wartet ihr denn, ihr Freaks? Oh! Ein Billy und noch ein Billy. Das darf eigentlich nicht sein. Die sollen nicht so dicht nacheinander fahren. Wie kommt es denn, dass die so dicht aufeinander fahren? Ihr seid vielleicht Tongs. Na gut. Lass mal weiterlaufen. Und dann müssen wir ein bisschen warten. Wir gucken mal, ob wir die ausgetauscht bekommen. Und was es kosten würde. Das wird natürlich elendig teuer. Liebe Leute. Moment mal, ich bin hier gerade an einem billigen Kit und ich mache hier gerade. Ich versuche hier gerade irgendwas zusammenzustellen. Wir haben zu wenig Geld. Aber ich gucke gerade hier. Der stand ja gerade hier im Bahnhof und hat doof auf den Prellbock geguckt. Und dann dachte ich, ich drehe den mal um, anscheinend hat er sich nicht mehr bewegt. Dieser Trottel, und jetzt gucke ich hier in die Finanzen rein. In Gottes Namen, seit 5 Jahren steht er da. Das darf doch nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was für dem? Der steht natürlich genauso lang. Ich gehe kaputt. Die ganze Folge über steht er da und guckt. Oh, der wird gefeuert. Meine Güte, kommt in den Knast, der beknackte Lokführer. Was soll denn das? Keine Ahnung, was da passiert ist, warum der einfach nicht mehr losfährt. Los, rein mit dir! Wir müssen ihn jetzt kurz aus dem Bahnhof rausfahren lassen und jetzt müssen wir ihn eigentlich, jetzt müsste eigentlich gehen. Und jetzt hoffe ich, dass er jetzt endlich. Was für ein Trottel, echt unfassbar. Und da soll ich einen neuen Zug einsetzen. Idioten. Idioten, ich bin von Idioten umgeben, unfassbar. Ah. Gut. So, liebe Leute, der Moment ist gekommen. Wir haben gerade das Geld bekommen. Das ist der Zug, den ich haben wollte. Der hat, glaube ich, 198 Kapazität für Öl. Und nochmal 12, weiß ich nicht, 18 Kapazität. Was ist hier? 18 Kapazität für Werkzeug. Kostet knapp 53 Millionen und da habe ich gerade ein bisschen gespart und jetzt haben wir die Kohle. Und jetzt machen wir das für, gleich für beide. Nicht. Okay, ich werde erstmal kurz elektrisch machen müssen. Okay, liebe Leute, versuchen es doch mal.
Ich habe übrigens hier diese Lok hier genommen. Die sieht aus irgendwie wie so ein Krokodil irgendwie. Die fährt 120 km/h. Das reicht uns, weil wir keine schnelleren Waggons haben. Von daher gucken wir jetzt mal, ob das passt. Aha! Irgendwas passt, aber vielleicht auch nicht. Was? Was war das? Das konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Du machst mich krank, ey. Jetzt werde ich erstmal Fehlersuche machen müssen. Okay, liebe Leute, jetzt klappt's. Wunderbar. Und es müsste jetzt auch bald wieder gutes Geld reinkommen. Oh, ich bin viel zu schnell. Weil die Kollegen jetzt hier wieder Geld reinbringen. Das war ja also größten, also mit auch unsere besten Linien hier. Und es waren die 5 Millionen Verlust. Na gut, ich muss ja doch kurz ein bisschen fahren lassen. Der braucht noch ein bisschen Vorsprung hier. Und das Schüttgut! Habe ich den jetzt Schüttgut reingeballert? Ernsthaft? Jetzt habe ich den Schüttgut reingeballert. Gemeint sind natürlich diese hier. Meine Güte. Ja gut, die sehen auch ein bisschen ähnlich aus. Okay, ja. Upsi, und jetzt kann ich mir das nicht leisten. Das ist da wohl nicht. Das kann doch nicht. Ich könnte schreien. Das tue ich auch. Meine Güte. So, liebe Leute. Und jetzt ganz am Schluss noch. Ich habe übrigens jetzt hier gerade noch so einen Güterwagen rangehängt. Da hinten ist er. Jetzt lasst ihr den auch weiterfahren. Der hat es ja wirklich lange genug gewartet, dass das alles kosten soll. Jetzt fahren Sie und halten Sie bloß nicht an. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir machen nächstes Mal weiter. Und ich freue mich schon sehr drauf. Macht's gut, bis dann. Tschüss.